da gibt es vieles. Also ich sehe darin natürlich auch meine letzten Olympischen Spiele. Deswegen wird es, glaube ich, für mich nochmal ein Highlight. Also Olympia ist sowieso ein Highlight, aber so, wenn man weiß, dass man da nicht nochmal hinfahren wird zu solch einem großen Ereignis. Deswegen sehe ich dem Ganzen doch recht emotional entgegen und aber auch Spaß und Freude betont. Dieses andere Leben für 2-3 Wochen, das man da hat. Einfach in einer Stadt, in so einer kleinen gebauten Stadt zu wohnen, wo einem alle möglichen Menschen über den Weg laufen, die irgendwo das Gleiche teilen. Für mich sind die Ziele auf jeden Fall erstmal das Finale zu erreichen in den Wettkämpfen, wo ich mitmachen kann. Und dann entscheidet sowieso die Tagesform. Ich werde mein Studium hoffentlich mal in Normalzeit voranbringen oder vielleicht sogar über Normalzeit. Wird für mich dann eine ganz neue Welt, aber da freue ich mich auch drauf. Einfach dieses, mal den ganzen Tag, diesen Vollzeittag mit was anderem verbringen, außer eben in die Schwimmhalle zu gehen. Und wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, dann werde ich gucken, ob es mich mit meiner Studienrichtung Sport, Englisch auf Lehramt, ob es mich mehr in die Schule zieht oder ob es mich vielleicht in den administrativen Kreis des Sports schickt oder sonst wohin.